Wir brauchen ein Thema. Irgendwer muss was vorschlagen. Okay. Ich habe neulich Gameplay von Sea of Thieves gesehen und wie es heißt. Ja. Ziemlich und lustig, ziemlich geil. Gut. Das kommt mir bekannt vor. Was war das? Das ach so, das, wo das man war das die mit dem Schiffen. Piratencrew ist? Ja, wo man die Piratencrew ist. Ach so. War halt auch, weißt du, die, also da hatten sie so drei Teams gemacht. Die sind dann halt los, fünf Männer oder so. Und war ganz witzig, weil die einen sind dann halt, ne? Also die einen waren richtig professionell, die haben dann auch die anderen beiden komplett zerfickt, ne, am Ende. Die einen so, ja, wir segeln einfach zu den anderen hin, ne, und versuchen die zu finden und sie auszurauben. Alles klar, ne? Losgesegelt und dann sah man immer nur, wie die professionell dann navigiert haben. Die anderen so, ja, Leute, ich bin dafür, dass wir nochmal vor Anker gehen. Die sind dann erstmal vor Anker gegangen, in die nächstbeste Bar rein und haben sich besoffen. Fand ich auch schön. Und die anderen dann wieder so, ja, wir nehmen eine andere Route. Und dann so, das war da so ein Stein, so ein Steinkliff, ne? Und so zwei riesige schiefe Steine, die so einen Spalt gebildet haben. Ne? Und so, ja, wir fahren da jetzt durch, ne? Ach so, ne? Ja, Steve, du da oben, du musst mich übrigens kommandieren, ne? Ich sehe absolut gar nichts. Das Segel ist komplett im Weg. Ja, ich glaube, es wird zu eng. Ja, es war zu eng. Geil. War schön. Ja, die waren dann halt, ne? Also die eine Crew war dann halt komplett besoffen beim ersten Kampf und die anderen hatten schon fast zerschrottetes Schiff. Und dann kam halt die dritte Fraktion und hat beide niedergemacht. Ah, das war. Ist schon echt cooles Spiel, muss ich sagen. Also wenn die das hinkriegen, so mit den ganzen, was noch so dazugehört, ne, zum Spiel, also richtige, vernünftige Server, keine Hacker, ne, Spielbalance und all den ganzen Kram, dann kann das, glaube ich, echt witzig werden. Ja. Das hat halt diesen Comic-Stil, ne, das macht das Ganze irgendwie auch witzig, stehe da voll drauf. Das Cell-Shade-Zeug. Also ein bisschen so Overwatch-mäßig sieht's alles aus. Ich finde Borderlands Borderlands, ja. Mit diesem überkonturierten Look sieht auch ganz gut aus. Ja, sieht witzig aus, aber das hat es ja nicht, Sea of Thieves. Das bisschen runder alles, nicht so übermäßig konturiert ist da. Nicht so einfach. Ja, also bei Borderlands war es ja halt wirklich so, dass die schwarze Linien hatten, ne? Um die Charaktere zu zeichnen. Ja. Das war schon hart. Kippe ich hier 10 Liter Lava rein und irgendwie geht's nicht zu. Wo liegt der Fehler? Loch im Boden. Die beiden da. In der Mitte, da wo es hinläuft. Ja, aber da habe ich auch schon reingekippt, da ist nichts. Ja, da musst du da nochmal hinkippen. Aber da. Mach's einfach. Das will ich nicht weggehen. Guck mal, jetzt hast du da nur noch einen Fleck. Wo es hinläuft. Ach, ich geh nochmal in die Hölle. Ja, einen Lava-Eimer brauchst du noch. Ja, hast du uns schon hast du wieder Pufferfisch gegessen oder was? Wie ist er denn? Ja, Puffy. Puffy. Ja. Oh, ich sag dazu nur Pufferfisch, weil der bei Stardew Valley so hieß. Ich habe ja neulich Stardew Valley bis zum Recht durchgezockt. Also offiziell nach 32 Stunden ist das Spiel langweilig. Okay. Ja, Alex, du erinnerst mich gerade ziemlich hart an Peter Griffin mit den. Sorry, die Sache, ich weiß sogar, welche Szene es ist. Ja, deswegen, wo die Jungs sich auf dem Dachboden verstecken und dann Peter mit der Chipstüte kriegen. Ziemlich auf dem Dachboden. Hm? Ja. Ja, gut, okay. Aber trotzdem, vielleicht sind ja auch Nazis bei denen, die dich suchen. Ja, Ja, hallo? Hallo? Oh, keine Ahnung. Was denn? Ich habe es irgendwie geschafft, durch nichts tun, mich mein Headset stumm zu stellen, sodass ich nichts mehr gehört habe. Du bist einfach nur blöd. Das ist in diesem Fall nicht auszuschließen. In diesem Fall? Ja, sonst ja eigentlich eher nicht so. Oh, ich habe neulich einen Link bekommen von einem Jungen, der irgendwie 8 Jahre alt ist und Profi an der Börse und so, ne? Was? Dreimal dürft ihr raten, warum. Oder von wem. Hey, zumindest hat der dann war der da mit einem anderen Typen, den er kennengelernt hat und der auch irgendwie börsentechnisch unterwegs ist, hatte der da so ein Interview, ne, bei einem Nachrichtensprecher. Und der dann so, ja,
Sag mal, das ist ja jetzt natürlich ziemlich ungewöhnlich, ne, für junge Leute, sich so hart und so intensiv mit der Börse auseinanderzusetzen, aber es ist halt schon bemerkenswert irgendwie, ne, finden wir. Und, erzähl doch mal, wie ist das denn so, wie findest du das denn? Und ich meine, in deinem Alter, da würden die Kinder, wenn sie das Wort DAX hören, wohl eher an das Tier denken und nicht an, ne, so halt die Börse halt, ne, das ist halt nicht so üblich. Und dann der Junge so, ja, also, ja, das stimmt, wenn man das denn so scherzhaft formulieren darf, dann, Alter, ne, da habe ich schon so, Alter, okay, der hat nie einen Freund gehabt, der wird bis, keine Ahnung, bis zum Lebensende einsam bleiben, der Junge. Ja. Wenn man das denn so scherzhaft formulieren darf, ja, dann stimmt das denn wohl. Und dann fängt er auch so an mit so, ja, damals wussten sie nicht, also würden sie nicht wussten, ja, ich sage explizit würden sie nicht wüssten, weil ich werde mich nochmal drauf ganz kurzen und so. Der hat nur Stunz geredet, ne? Du hast den echt nicht verstanden, weil der auch noch so versucht hat, irgendwie schlau zu wirken. Der war wahrscheinlich auch relativ schlau, aber das hast du halt nicht verstanden, was der gesagt hat, weil er die ganze Zeit immer so, ja, und sie würden und ahnen und dann, der hat so richtig gestottert, so hart einfach. Mhm. Merkst du, der ist sozial total inkompetent einfach, der kann nix. Das ist schon hart. Ja, er ist halt ein bisschen komisch. Anders. Er ist anders, ja. Ja. Und andere Menschen werden auch häufig von Gesellschaften ausgeschlossen. Ist ja auch gut so, die sind ja auch ekelhaft. Wo wir wieder beim Thema wären. Ach ja, das mit dem, ja, das habe ich noch nicht so drauf. Irgendwann müssen wir zu so einem Seminar gehen, sich ausdrücken, ohne andere zu allen Höllen zu beleidigen, für Anfänger. Ist halt echt so. Es wird nicht passieren. Es ist unwahrscheinlich, es ist richtig. Man kann hier träumen. Ach, du träumst davon? Ja, ich dachte, du das träumst ist mein nicht. Nächster Wunsch. Schön, dass du deine Lungenfunktion nochmal testest. Ja, ich habe die letzten 3 Stunden nicht geatmet. Das ist im Alter schon wichtig. Herr Krause, kommen Sie mal hoch, ich brauche mal Ihren Rad. Mein Rad? Ja, dein Rad. Ja, er wird alt. Okay. Hier, ich wollte hier so die Zwischenrillen mit irgendeinem Stein oder irgendeinem Holz füllen. Welche Farbe? Ich weiß es nicht. So ein Dunkelbraun oder so? Ich habe keine Ahnung. Dunkelbraun? Gibt's Holz? Ja, aber ich weiß nicht was. Oder so ein Rotbraun. Warum bist du nicht vorhanden? Du bist auch nicht vorhanden. Ich hab mir gedacht, warum hast du uns, wenn wir uns nicht geworfen? Du so ein Stück. Das ist Langeweile. Ja, entweder nehmen wir Holz. Fichtenholz. Ich weiß nicht, ob das so neben der Lava so sinnvoll ist. Naja, das wird ja nicht direkt berührt, das ist ja das Glas dazwischen. Ich weiß nicht, ob es unbedingt, ob es dann trotzdem zündet. Ich glaube nicht. Oder ich nehme gebranntes ja Lehm. Ja, genau, es gibt auch braunen Lehm, aber da müssten wir nochmal gucken, wo das war. Ja, das ist bestimmt teuer wieder. Also es gibt auf jeden Fall eine Wüste, also das weiß ich nicht, es gibt auf jeden Fall eine Wüste, wo viel Leben war. Ja. Ja, ich such mal nach einer Dingens, nach einer Schaufel. Ich mache mir eine Schaufel und dann suche ich mal nach Leben. Okay. Mal gucken, ob man da was findet. Nope. Doch. Nope. Doch. Nein. Warum nicht? Kategorisch abgelehnt. Kattegat? Du hast gar nicht das Recht, irgendwas abzulehnen. Doch. Woher war nochmal Kattegat? Das sagt mir absolut nichts. Keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung. Kattegat, Kattegat, Kattegat. Ich kenn Kittegat. War das... Andy, wo bist du?
Soll ich es anschreiben? Nein. Okay. Mach's trotzdem, er freut sich darüber. Okay, Google. Zeig mir Bilder von Bonobos. Okay, Google, was ist Kattegat? Sag noch einmal, okay, Google. Okay, Google. Halt die Fresse, du Tätowierter. Ja, okay. Okay, Google. Tipp es einfach. Nein. So. Okay, Google. Okay, Alex. Kattegat. Marc tippt es jetzt. Danke, Passo. Bitte. Uge, Pugel. Okay, ich weiß, was Kattegat war. Und was war Kattegat? Kattegat war die Hauptstadt der Wikinger von der Serie Vikings, die ich gerade gucke. Deswegen kam es mir so bekannt vor. Ja, und dann sollen wir das kennen? Nein. Jetzt, wo du es sagst, doch. Nee, doch. Mir sagt das nichts. Aber mir sollte es was sagen, deswegen stimmt, Kattegat war... Ja, okay. Auch schon wieder mitten in der Aufnahme was trinken. So, Kinder, trinken ist wichtig, wieder immer nicht. Schön hydrolysiert werden. Am besten immer Schnaps trinken. Das hilft, das reinigt den Rachen, das ist destillierend. Trocknet das nicht aus? Du hast da was an der Formulierung falsch gesagt. Das ist nicht destillierend, das ist destilliert. Das ist destilliert. Also wenn man den Knopf drückt, dann geht das auf. Da ist jetzt zwar nichts drin, aber ich glaube, ich stelle diese Flasche Bier da rein, damit ich sie nachher wieder rausnehmen kann. Was für ein Knopf? Was? Wovon redest du? Was? Was willst du mir sagen? Ich zitiere nur Videos, die ich in meiner Freizeit sehe. Du musst die... Wie sieht es denn hier aus? Einfach mal Buzzscripts. Gib einfach mal Buzzscripts ein und guck dir da mal ein paar Videos an. Ist voll witzig, wie irgendwie betrunkene Musiker ihren Bus Alex, siehst du, was Langeweile zeigen. Mit Menschen macht? Ja. Ja, das ist wirklich unterhaltsam. Das ist voll witzig. Siehst du, was Langeweile oder auch, das ist ein Bullauge. Das gibt es eigentlich auf Booten. Aber wir sind hier in einem Bus... Normalerweise sind Boote aber auch was für Leute, die reich sind. Und weil wir arme Schlucker sind, können wir uns kein Boot leisten. Aber weil wir trotzdem dieses Brotfeeling haben wollen, haben wir hier ein Brühauge. Jetzt frage ich mich, wie viel man davon zitieren darf, bevor es anfängt, Copyright-Verletzung zu werden. Bis 30 Sekunden oder so. Okay. 3 Sekunden, ich weiß es nicht. 3 oder 30? Ja, ich weiß es nicht. Nee, zitieren darf man eigentlich immer. Achso. Ja, es war ja schon so nachmachen, aber naja. Ist zitiert. Ich hab auch noch Aufnahmen von uns aus Brighton. Wir waren ja in England, Brighton. Klassenfahrt und ja, da... Brighton war aber ganz gut. Ja, ich weiß, da war ich auf unserem Balkon, in Anführungszeichen, das war ja eigentlich gar kein Balkon. Also er war nicht dafür gedacht, rauszugehen, aber wir was waren war die drauf. Funktion von dem Ding? Ja, von keine außen Ahnung. Aussehen. Ja, wahrscheinlich. Dass es geräumiger aussieht. Hm. Naja, und dann waren wir da ja, also war ich dann draußen und hab so diesen wunderschönen Ausblick, den wir hatten da gefilmt, ne? So aufs Meer, die Straße darunter, ne? Die ganzen Promenade und so, alles wunderbar. Dann drehe ich mich so um diese total verrotteten Fensterdielen, gehe dann durch dieses Fenster da so rein, schaue so nochmal auf den Boden da, wo dann Scherben und alles liegen. Komm rein, der Erste, der mir entgegenkommt, Alex. Ich so, Alex. Und er... ja, das waren unsere Bus-Crips. Allerdings mehr so Jugendherbergen-Crips. Ja. Trotzdem ganz gut. Ja, sehr schön. Ich habe jetzt voll Bock, zu diesem Café zu gehen, was wir in Brighton hatten. Welches Café? Es war kein Café. Nicht Café, es war dieses Frühstücksrestaurant-Ding. Das war der Restaurant, ja, das war so ein Brunch-Café-Ding, ja. Da. Bubbles and Squidge, oder was das war. Das war trotzdem die letzte Trickshow. Ja, gut war das nicht.
Ja, das war nicht gut, aber irgendwie habe ich jetzt gerade voll Bock auf die Atmosphäre da. Die Atmosphäre war auch eher nur so. Mit anderen Worten, ich will zurück nach Brighton, lass mal hinfahren. Ja, es war halt wirklich. Ja, Brighton so war gut, aber das Restaurant war jetzt, oder das budenähnliche Ding da. Ja, aber was willst du erwarten? Wir wurden mit 100 Euro oder so, oder 120 Euro nach England geschickt. Und haben 80 Euro raus, 80 Pfund gekriegt. Ja, und damit konnten wir gerade so eine Woche überleben. Also es ist halt echt mega teuer da. Es ist sauteuer in England. Wie viel Leben brauchst du denn? Ja, für den um einen Golem zu bauen. Genau, für den Fußbodenhalter, das ist schon ein bisschen was. Man baut keinen Golem aus Lehm. Aus was sonst? Eisen. Oder Schnee. Also, Golems in Minecraft? Ja, gibt es. Ernsthaft? Minecraft? Ja. Sind die Dorfbewohner Wächter? Das sind Golems. Eine Fresse. Oder Schneemänner, die werden auch als Schneegolems bezeichnet. Offiziell. Also das Ding, was bei uns im Keller war. Ja. Gute Nacht. Ja. Gute Nacht. Gute ja. Nacht. Schlafen. Gute Nacht. Wir sehen uns morgen dann. Ne? Ja. Wenn man einmal einen etwas obskureren Witz machen, weil man dafür Kenntnis über so einen Scheiß haben muss, dann gibt's den Kack im Spiel. Kann man den Lehm filmen? Färben? Film? Ja, Film. Wie gesagt, ich bin heute. Ja, also, kannst du draufhalten. Würde gehen, glaube ich. Nee, den kannst du färben, glaube ich, ja. Tunkel scharf rein. Das bring mir einfach gelb Kaka? Oder ja, so gelben oder dunkelbraun mit und dann kann ich den bestimmt noch dunkler färben. Also, ich habe noch normal. Ich habe jetzt normal ein Leben geholt. Ach so. Das Wasser. Ja, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Man den da färben kann, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Tunk ein Schaf rein. Das muss helfen.